Du willst die Railgun von GTA Online jetzt schon haben und nicht warten, bis sie in ein paar Wochen von Rockstar Games freigeschaltet wird? Ich erkläre dir, wie es geht in diesem Video. Bleib somit auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Und damit ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen aus dem verschneiten Kanada hier auf diesem wunderschönen Kanal. Ich befinde mich hier im Real Life North Yankton und hoffe, dass ihr einen schönen Tag hattet und jetzt dieses Video genießen könnt. Wenn ihr wissen wollt, wie North Yankton im Real Life aussieht, dann schaut auf jeden Fall mal auf Instagram vorbei. Und jetzt würde ich sagen, wir starten auch direkt rein mit dem eigentlichen Video. Was die Railgun ist, ich glaube, das ist jedem bewusst. Da brauchen wir nicht größer drüber reden. Die gibt es ja auch im Story-Modus und in dem ein oder anderen Online-Job auch schon. Aber im Story-Modus war sie bisher immer nicht möglich zu besitzen. Und das hat sich jetzt geändert, nachdem Rockstar Games mit dem Update eine Möglichkeit reingebracht hat, diese Railgun an sich erstmal zu besitzen. Das Problem nur, diese Möglichkeit wurde noch nicht freigeschaltet. Die Railgun wurde von der Blacklist genommen, das heißt, ihr könnt sie theoretisch haben, aber man kann sie nicht bekommen. Und genau dieses Problem wurde jetzt gelöst über ein paar Jobs. Ich sag direkt vorneweg, das Ganze ist natürlich eine Art von Glitchen. Wenn ihr dafür irgendwie gebannt werden solltet oder sowas, übernehme ich dafür keinerlei Haftung. Ich zeige euch nur, wie es geht, aber ich werde euch nicht auffordern, das Ganze zu machen. Ihr könnt es gerne machen, habe ich selber auch und ist nichts passiert. Aber ich möchte es nur gesagt haben, nicht, dass danach die Weinerei groß ist. Das Ganze ist an sich ziemlich simpel. Zunächst einmal braucht ihr einfach einen Job, der eben zu eurer Konsolengeneration passt. Ich habe euch alle in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach auf den entsprechenden Link klicken, den Job markieren und in GTA Online starten. Jetzt ladet ihr einfach noch einen Freund ein. Ihr könnt auch einfach die Crewmitglieder einladen. Die wissen dann ja jetzt, um was es geht. Könnt euch dann einfach kurz assistieren. Oder ihr fragt auf Discord, ob euch da eben jemand helfen kann. Wir haben ja einen großen Community-Discord, wo man immer Leute zum Zocken findet, egal auf welcher Konsole. Also, ihr braucht einfach irgendeinen Kumpel, der mit euch da reingeht. Seid ihr jetzt in dem Job, dann ist es recht simpel. Ihr bringt euch so lange um, bis ihr im Waffenrad die Railgun habt. Ihr seht ja selber im Gameplay, das hat hier einen Moment gedauert. Aber irgendwann, wenn ihr euch immer und immer wieder selber umbringt, irgendwann habt ihr die Railgun im Waffenrad. Philipp, der mir freundlicherweise das Gameplay aufgenommen hat, hatte, glaube ich, knapp 20 Anläufe gebraucht, bis es geklappt hat. Aber irgendwann hatte auch er dann die Railgun im Waffenrad. Also habt ihr ein bisschen Geduld, bringt euch einfach immer und immer wieder um und dann habt ihr irgendwann entsprechend diese Waffe. Jetzt einfach das Handy öffnen und über das Handy den Job verlassen. Und kabumm, seid ihr in der Open Lobby und habt die Railgun dabei. Wenn ihr Munition dafür braucht, könnt ihr natürlich nicht in Ammunition gehen und die kaufen, sondern ihr müsst einfach über das Interaktionsmenü gehen, dann über Inventar und dann eben einfach Munition für alle kaufen. Und schon habt ihr eure maximalen 20 Schuss. So einfach geht es, die Railgun jetzt schon in GTA Online freizuschalten. Für die Leute, die sich jetzt fragen, naja, okay, aber wie unterscheidet sich denn diese Railgun von der, die wir schon seit Jahren oder auch in Missionen haben? Naja, es ist nämlich nicht genau die gleiche wie im Story-Modus. Denn sie hat erstens keinen Auto-Aim, so wie im Story-Modus. Sie lädt allerdings einen Ticken schneller nach. Der Schuss ist auch leicht verzögert, das heißt, bis der Schuss ankommt, dauert einfach ein bisschen länger. Die Reichweite ist kürzer. Der Schaden, den sie anrichtet, ist auch etwas geringer. Allerdings, wenn jemand keine Panzerung hat, ist er immer noch One-Shot. Und die Laserjets und ungepanzerte Helikopter, zum Beispiel der Buzzard, sind meistens One-Hit. Also gar nicht so schlecht. Allerdings muss natürlich der Laser dann auch ziemlich tief fliegen, damit ihr den kriegt. Insofern, naja, weiß ich nicht, ob das da so effektiv ist. Am Ende des Tages ist es auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Die Railgun wird einfach seit Ewigkeiten erwartet, dass man die endlich mal bekommt. Sie gibt es ja seit Anfang an, glaube ich, sogar im Spiel. Aber wir haben sie nie zum Kaufen freigeschaltet bekommen von Rockstar Games. Das wird sich ja bald ändern mit diesem Gun Van, der ins Spiel kommt. Aber für alle, die jetzt nicht abwarten können und sie jetzt schon haben möchten, hier wisst ihr jetzt, wie es geht. Und nochmal, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dafür irgendwie gebannt werdet oder sowas, ist sehr gering. Also ich würde mir da an sich keine Sorgen machen. Aber das Ganze ist kein Aufruf, das Ganze zu machen. Ich bin nicht verantwortlich. Sollte da doch irgendwas passieren mit eurem Account. Wie gesagt, glaube ich nicht, denke ich nicht, wird nichts passieren höchstwahrscheinlich. Aber die Möglichkeit besteht natürlich immer. Und dementsprechend möchte ich das hier nicht einfach unter den Tisch kehren oder euch verschweigen oder so. Sondern es muss jeder für sich selber entscheiden, ob es einem das Risiko wert ist oder nicht. Aber wie gesagt, es sollte nichts passieren. Ansonsten war es das jetzt auch schon wieder mit diesem neuen Video. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es dir gefallen hat. Wenn dem so ist, das gerne gratis. Ein Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Ansonsten check auf jeden Fall Instagram ab. Und dann sehen wir uns schon im nächsten Livestream bzw. Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.